Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute hier die letzte Food Swap wiederholen. Ist Clint Dempsey. Ich zeige euch, was ich mit dem machen werde. Ich werde mir da ein Pack für holen. Ist relativ leicht. Ich habe es einfach hinten mit der zweiten Bundesliga gemacht. Vorne braucht ihr ein paar MLS-Spieler. Relativ easy. Gehen wir einfach durch, welche Spieler ich hier genommen habe. Die meisten hatte ich untauschbar. Ja. Und auch als Erstbesitzer können wir auf jeden Fall weghauen. Ist sehr, sehr günstig. Gehen wir auf jeden Fall ab. Bekommen jetzt hier ein Set. Und ich schon aufs 15K-Set, nehmen wir auf jeden Fall mit, weil Dempsey werde ich niemals brauchen. Geben wir auf jeden Fall ab, den Kollegen rein. Würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr noch einen übrig habt. Wenn ihr natürlich nicht wie ich einen, wo ihr 11 gebraucht habt, könnt ihr natürlich auch einfach ja, einen anderen Spieler noch holen. Hätte ich noch einen mehr, einen Footswap-Spieler, würde ich wahrscheinlich auch noch einen Spieler holen. So senden wir das aber ab. Bekommen jetzt 2 Sets, schauen wir, was wir bekommen dafür. Wäre nice, wenn wir wenigstens eine Leinwand hätten. So. Schauen wir mal, was wir bekommen. Wie gesagt, wäre nice, wenn wir was Schönes bekommen. Das sind nicht die besten Sets, aber besser wie nichts. Dafür, dass sie so gesehen gratis sind, ist es okay. Hier leider Non-Rare. Nicht so lecker. Alles in den Verein. Valbuena nehmen wir mal mit. Und dann das andere Paket noch. Aber wie gesagt, was soll ich mit so einem Spieler? Lass ich einfach, soll ich den einfach so rumliegen lassen? Wäre ja auch dumm. Aber hier auch Non-Wear, also hätte man vielleicht auch besser behalten können, den anderen Spieler, weil eine Teamfitness immerhin noch und ein Wermaralen von ja, Barca immerhin, aber ja, war jetzt nicht so gut. Freunde, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dieses kurze Video. Wenn ja, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.